Begrüßungszeremoniell für zwei Busladungen mit ungebetenen Gästen. Die Bürger des kleinen mecklenburgischen Dorfes Goldberg haben sich zur Straßenblockade gesammelt. Montag vor zwei Wochen. Diese Kinder werden außerordentlich hektisch und nervös im Moment. Sie müssen rausgelassen werden. Ansonsten haben sie wohl Schwierigkeiten aus gesundheitlichen Gründen. Und der Bus kann nicht anders durch. Ausnahmen können zur Regel werden. Die Goldberger kennen hier ausnahmsweise kein Mitleid. Nicht seitdem feststeht, dass die ehemalige NVA-Kaserne des 5000-Seelendorfes zur zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber werden soll. Nur uns hier dieses Volk hier reinzubringen, haben wir bald die Mafia hier drin. Ja, traurig, aber wahr. Okay, mit so viel mehr Polizei, unsere Polizei geht gegen uns vor. Hier. Vom demokratischen Rechtsstaat verlassen fühlen sich die noch frischen Bundesbürger. Denn ausgerechnet rumänische Zigeuner sollen die neuen Nachbarn werden. Und in ihrem Gefolge, so befürchten die Goldberger, womöglich auch noch rechte Krawallmacher und Chaoten. Ein Dorf wehrt sich. Es ist nicht das erste Beispiel. Die Rumänen sind mit knapp 25% die größte Gruppe der Asylbewerber in Deutschland. Die Anerkennungsquote liegt aber nur bei 0,2%. Um die illegal Eingereisten wieder loszuwerden, hat das Innenministerium einen Abschiebevertrag mit Rumänien unterzeichnet, der heute in Kraft tritt. Bei den Rumänen hatten wir das besondere Problem, dass bislang Rumänien sich geweigert hat, abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen, die nicht im Besitz von Ausweispapieren sind. Das ist das Einzige, was dieses Abkommen unterscheidet, etwa von dem Polen-Abkommen, dass es in diesem Falle ausreicht, wenn die Bundesrepublik Deutschland glaubhaft macht, dass es sich um Rumänen handelt. Die wie auch immer identifizierten Rumänen sollen ab heute direkt in ihr Heimatland zurückverfrachtet werden. Doch Heimat, die gibt es für viele Roma schon längst nicht mehr. Seit über 20 Jahren hatte eine Zigeunersippe in dem Dorf Ogreceni westlich von Bukarest gelebt. Bis zum April des vergangenen Jahres. Da hatten sich die Rumänen des Dorfes zusammengetan, um die Fremden im eigenen Land gründlich zu vertreiben. Die Häuser der Zigeuner wurden verwüstet und abgefackelt. Dieses Grundstück haben jetzt die rumänischen Nachbarn gekauft. Die Roma, sie sind aus Ogreceni geflohen, für immer. An insgesamt 4 Häusern ließen die Dorfbewohner ihre Wut auf die Zigeuner aus. Jetzt sind sie alle weg, auch die, deren Behausungen verschont geblieben waren. Wie viele Leute haben hier gewohnt? 2 Sippen mit vielen Kindern. Haben Sie jetzt mehr Ruhe? Ja, das haben wir. Die kamen immer, um sich Sachen auszuborgen. Streichhölzer, Tomaten und vieles mehr. Obwohl sie Hunderttausende von Lei im Hause hatten. Sie hatten Hunderttausende Lei, aber sie verlangten alles. Bei mir waren sie auch. Ich hatte eine neue Waschmaschine im Hof stehen. Die war sehr teuer. Als ich eines Morgens aufwachte, war sie einfach weg. Den Anlass für die gewaltsame Vertreibung lieferte ein Zigeuner, als er nach einem Kneipenstreit mit einem Messer auf einen Rumänen einstach. Kurz darauf brannten die Häuser. Gleich danach haben Armee und Feuerwehr eingegriffen, um die Häuser der Nachbarn zu schützen. Sonst wäre das ganze Dorf abgebrannt. Die Armee hat alles überwacht. Niemand beschützte die Zigeuner. Für die Rache der Rumänen hat auch der Bürgermeister von Ogreceni Verständnis. Nach diesen Vorfällen habe ich mit vielen seriösen Bürgern gesprochen. Die Unzufriedenheit über die Zigeuner war sehr groß. Die haben eben einfach Schwierigkeiten gemacht. Wenn Vorurteile sich bestätigen, dann haben die Betroffenen meist keine Chance zur Verteidigung. Der Kesselflicker allerdings legt Wert auf Differenzierungen. Die meisten Zigeuner klauen, aber nicht alle. Ich verdiene mein Brot im Schweiße meines Angesichts. Die anderen Zigeuner,
die hier im Dorf geklaut haben, die mögen wir auch nicht. Vor denen haben selbst wir Angst. Früher gab es beim fahrenden Volk viele Kesselflicker, heute stirbt der Beruf aus. Und auch bei der Saisonarbeit auf den Feldern ist in dem von Arbeitslosigkeit gebeutelten Rumänien kein Platz mehr für Zigeuner. So bleibt den Vertriebenen von Ogrecheni auch in Bukarest nur das Betteln und Stehlen, um nicht zu verhungern. Hier haben sie vorübergehend eine Bleibe gefunden. Man hat uns alles weggenommen. Damit wir hier wohnen können, haben uns die Verwandten Geld geliehen. Das müssen wir bis Ende des Jahres zurückzahlen. Wie, wissen wir noch nicht. Wenn wir das Geld nicht auftreiben, wenn wir für unsere verbrannten Häuser keine Entschädigung bekommen, dann müssen wir auch hier wieder weg. Die Familien von Ogrecheni waren nicht die einzigen Zigeuner, die in den vergangenen 2 Jahren gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden. Der Soziologe Gheorghe Nicolai, selbst Roma, kennt solche Fälle und kämpft gegen die Diskriminierung. Wir können beweisen, dass aufgrund einer einzigen kriminellen Tat alle Häuser zerstört wurden. Das ist eine rassistische Verhaltensweise. Es sind reine Vorurteile, wenn man eine ganze Sippschaft für die Tat eines Einzelnen verantwortlich macht. So geschehen im Oktober 1990 in Kobalnitschano. Gheorghe Nicolai hat gemeinsam mit anderen die Verwüstungen dokumentiert und setzt sich dafür ein, dass die Täter ermittelt und vor ein Gericht gestellt werden. Bis heute, 2 Jahre danach, ohne Erfolg. Es gibt laut Nicolai keine Rechtssicherheit für Zigeuner in Rumänien. Weil die Roma in Deutschland auf ein besseres Leben hoffen, kommen sie zu Tausenden über die grüne Grenze, verkaufen ihr Hab und Gut, um die Schleuser zu bezahlen, die sie ins gelobte Land führen. Hier beantragen sie Asyl. Nur ein Wort, das ihnen immerhin ein festes Dach über dem Kopf garantiert. Mehr als viele in Rumänien jemals besessen haben. Aus Angst, nach einer Ablehnung wieder zurückgeschickt zu werden, vernichten sie ihre Papiere und werden so formell zu Heimatlosen. Ein Trick, der bisher funktionierte. Rumänien weigerte sich, die ungeliebten Staatsbürger ohne Herkunftsbeweis zurückzunehmen. Für die Roma-Vertreter ist deshalb die Lage eine eindeutig politische. Einfach einsteigen. Die kommen nicht hier, weil sie in Rumänien wirtschaftliche Verhältnisse haben, die so schlimm sind, dass sie fliehen müssten. Im Prinzip, um vielleicht noch mal ein Beispiel zu nennen, wir haben die Gitanos in Spanien, die zu den ärmsten Roma der Welt gehören. Und die sind EG-Staatenangehörige, die können sich auf den Zug machen, hierher kommen und hier Sozialhilfe erhalten. Sie kommen nicht. Und sie kommen nicht deshalb nicht, weil sie hier ein besseres Leben erwartet finanziell, sondern sie kommen deshalb nicht, weil sie eine gewisse Rechtssicherheit haben in Spanien, die es in Rumänien im Moment nicht gibt. Und politisch Verfolgte finden in der Bundesrepublik nach geltendem Recht Zuflucht. So lange, bis ihnen das Gegenteil bewiesen wird. Das Ergebnis, die Aufnahmeheime für Asylbewerber sind längst überfüllt. Und der Geduldsfaden der Bundesdeutschen ist längst gerissen. Ein ohnehin fahrendes Volk, wieder ohne feste Bleibe. Und so nächtigten die abgewiesenen Asylbewerber vor der zentralen Aufnahmestelle in Rostock-Lichtenhagen unter den Balkonen und den Fenstern der entsetzten deutschen Bewohner. Mit den bekannten Folgen. Eine offenbar überlegt, unüberlegte Handlung der Behörden führte zum offenen Pogrom. Jugendliche eröffneten den Fremdenkrieg. Aber Abschreckung kann nur dann nützen, wenn die Situation hier wesentlich schlimmer wird als in Rumänien. Wenn wir also hier eine Situation hätten, die Roma in eine viel schlimmere Position bringt, als es in Rumänien ist. Es ist trotz dieser Übergriffe, trotz der tagtäglichen Überfälle, trotz der Mordversuche und Brandanschläge nicht so schlimm wie in Rumänien. Das müsste eigentlich vielen zum Denken geben, dass Menschen trotzdem hierher kommen. Die Geschichte der Zigeuner ist eine Geschichte der Verfolgung. Als vagabundierende Minderheit waren und blieben die Nomaden Europas immer wieder Angriffsziel von Unterdrückung, Diskriminierung und Mord. Im nationalsozialistischen Deutschland galten sie als minderwertige Fremdrasse und mysteriöse Gefahrenquelle für das Ariertum. SS-Chef Himmler ordnete 1942 die totale Vernichtung der Zigeuner an. Überall im Deutschen Reich wurde systematisch nach den Trägern undeutschen Blutes gefahndet. Da reichte es aus, einen Zigeuner als Großvater oder Urgroßvater zu haben, um verhaftet und ins Konzentrationslager verschleppt zu werden.
Und mit aller brutalen Macht sollte das Einsickern von Zigeunerblut in den deutschen Volkskörper verhindert werden. Die Häftlingstransporte führten nach Dachau, nach Sachsenhausen, nach Auschwitz. Nahezu eine halbe Million deutscher und europäischer Zigeuner wurden Opfer des Holocaust. Sie verhungerten, wurden erschossen, erschlagen oder vergast oder durch Arbeit vernichtet. Ich gebe zu, dass man auf den ersten Blick betrachtet möglicherweise sagen kann, Roma wurden auch in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ist eine besondere Sensibilität angebracht, stimmt dem ausgesprochen zu. Allerdings, wir müssen natürlich die Probleme unter dem Blickwinkel des Jahres 1992 sehen und auch lösen. Hier geht es ja darum, dass Menschen in die Bundesrepublik kommen, auf der Grundlage der Behauptung, sie seien jetzt politisch verfolgt, obwohl das nicht der Fall ist. Und wenn wir das akzeptieren würden, ich glaube, eine Politik im Stil der Bergpredigt kann man nicht mehr durchhalten. Man kann nicht sagen, dass wir die sozialen Probleme aller möglichen Länder in der Bundesrepublik lösen. Den Nachweis, dass Roma in Rumänien nicht politisch verfolgt sind, lieferte just eine quasi offizielle Studie, passend für die gegenwärtige Konfliktlage. Es gibt keine, ich wiederhole mich, systematische Verfolgung der Roma unter den aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, den politischen auch, leiden Rumänen und Roma gleichermaßen. Und hier ist der Motor dieser Kettenauswanderung das verständliche Bemühen, am deutschen Wohlstand ein bisschen teilzuhaben. Das ist verständlich, sagte ich, aber das ist kein Grund, hier politisches Asyl zu beantragen bzw. die Hoffnung zu hegen, ein politisches Asyl zu bekommen. Prompt stiegen politische Freunde und Beschützer der rumänischen Immigranten dem Wissenschaftler buchstäblich aufs Dach. Unter Begleitung durch Geigenmusik forderten sie die Rücknahme der Untersuchung, die Argumentationsmaterial für einen Asylstopp gegen rumänische Zigeuner liefert. Elend allein, so der Bericht, sei kein Asylgrund. Aus dem Elend der baufälligen Betonsiedlungen in Bukarest fliehen, das wollen die meisten, Rumänen wie Zigeuner. Das nötige Geld für die Schlepper haben die wenigsten. Sie hausen im Stadtteil Ferentari in feuchten Löchern, ohne Heizung, ohne Strom und ohne Wasser. So wie die Familie von Florin Kosak. 12 Menschen, Eltern, Kinder und Enkelkinder, finden in dem einzigen Zimmer Platz. Die 8 Kinder schlafen auf dem Bett, die 4 Erwachsenen auf dem Fußboden. Ihr sehnlichster Wunsch, genug zu essen und ein richtiges Dach über dem Kopf. Wir sollen auch so leben hier in Rumänien wie diejenigen aus dem Westen. Ich denke, das ist gut. Diejenigen, die Verwandte haben im Westen, die können besser leben, haben Beziehungen, haben Valuta. Er hat keine Verwandte im Westen. Die meisten dieser Wohnungen der dritten Kategorie, wie sie in Bukarest heißen, standen leer. In ihrer Not haben die Menschen die Ruinen bezogen. Die Anrechtsscheine auf eine richtige Wohnung sind heute nur noch Überbleibsel aus dem Ceausescu-Regime. Eine Wohnungsverwaltung gibt es nicht mehr, nicht für Ferentari. Auch in diesem Gemäuer kein Wasser, keine Heizung. Seit 2,5 Jahren wohne ich hier. Die fünfköpfige Familie lebt von dem kargen Gehalt der Mutter. Sie arbeitet als Gärtnerin. Für Schulkleidung fehlt das Geld. Ich hatte kein Geld, zur Schule zu gehen. Ich bin arm. Ich bin 14,5 Jahre alt. Ich weiß nicht zu lesen und zu schreiben. Und es gibt immer noch Menschen, denen es noch schlechter geht. Auf der städtischen Müllkippe versammeln sich jeden Tag ganze Familien, um noch irgendetwas Verwertbares aus dem Abfall zu sammeln. Metallreste und Flaschen bringen das meiste Geld ein, aber auch Brot und Kartoffelschalen kann man als Schweinefutter verkaufen. Für die Rücknahme der rumänischen Flüchtlinge zahlt die deutsche Regierung 30 Millionen Mark an Rumänien. Offiziell für Ausbildungsmaßnahmen, speziell für Zigeuner. Rumänische Zeitungen berichten dagegen schon jetzt, das Geld sei längst unter den Ministerien in Bukarest aufgeteilt. Allein 5 Millionen Mark soll der berüchtigte Geheimdienst Securitate bekommen.
Noch immer sind die Roma in Rumänien, anders als die Deutschen oder die Ungarn, als Minderheit nicht anerkannt. Sie haben keine Lobby, keine offiziellen Vertreter. Diese Lücke will jetzt der selbsternannte König der Zigeuner schließen. In den besten Hotels am Platze gut bekannt, will Ion Chuaba mit der deutschen Regierung vor allem über die 30 Millionen Mark verhandeln. Ich könnte sofort 1.200.000 Roma nach Deutschland schicken. Sie würden das Land überschwemmen, wie die Ameisen. Aber ich denke, dass ich meine Leute nicht ziehen lassen werde, wenn es zu einem Dialog mit der deutschen Regierung kommt. Mir ist es egal, ob wir uns hier in Rumänien oder in Deutschland treffen. Doch die deutschen Behörden sehen solchen Drohungen gelassen entgegen. Bei der Grenzschutzdirektion Koblenz hat man schon seine Anweisungen, was nach Inkrafttreten des Vertrages ab 1. November getan werden muss. Unsere Beamten vor Ort müssen sich bemühen, diese Ausländer, die nach Rumänien zurückzuverbringen sind, auf die Linienflüge zu bekommen. Und sofern das nicht gelingt, werden sie sich an uns zu wenden haben, damit wir Chartermöglichkeiten prüfen. Sofern es gelingt, müssen die Betreffenden dann natürlich zu den Flughäfen verbracht und von dort außer Landes gebracht werden. Im mecklenburgischen Goldberg mag man sich derweil auf den Staat nicht mehr verlassen. Zum Schutz gegen Zigeuner hat man sich auf mittelalterliche Methoden besonnen. Besen vor der Haustür sollen vor dem fahrenden Asylantenvolk schützen. Sowie Knoblauch gegen Vampire. Ja, weil wir das mal in der Fernsehsendung gesehen haben, dass die Zigeuner ein bisschen abweisend von sind und dann nicht über die Schwelle treten. Das haben wir mal so gehört. Die wollen an unser Eigentum und wollen es sich zu eigen machen und dafür müssen wir uns schützen. Und unter anderem versuchen wir das mit dem Besen vor der Tür. Von meinen Eltern und Großeltern her weiß ich, dass der Besen, wenn der an der Tür stand oder in der Tür stand, dann geht kein Zigeuner vorbei. So kenne ich das. Da geht kein Zigeuner vorbei. Genauso ist es, wenn Sie eine Sicherheitsnadel entweder unter die Türschwelle oder hier oben unterlegen oder eine Schere unter die Fußmatte legen, der Zigeuner setzt an, der geht nicht durch. Das sind so alte Bräuche und die sind jetzt notwendig bei uns.